Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Rezeptfrei. Ja, die Grippewelle im Winter 2017-2018 hat in Deutschland rund 25.000 Menschen das Leben gekostet. Und das ist eine beachtliche Zahl, wenn wir die vergleichen mit den knapp 9.300 Todesfällen durch Covid-19. Im Gegensatz zu Covid-19 ist jedoch jedes Jahr gegen diese klassische Grippe eine Impfung verfügbar. Diese wird aber nur von jedem 10. Bundesbürger wahrgenommen. Ich persönlich lasse mich jedes Jahr impfen und Personen, die in der Altersgruppe über 60 sind, zu denen gehöre ich noch nicht, aber die gehören wie ich auch zu einer Risikogruppe. Ich gehöre zu der Risikogruppe derer, die in medizinischen Berufen tätig sind und die über 60 sind, die haben auch ein sehr hohes Risiko und denen wird eigentlich eine Impfung jedes Jahr empfohlen. Und wenn man guckt, wie viele lassen sich aus dieser Altersgruppe impfen, das ist auch nur ein Drittel. Es gibt Daten, und die möchte ich mit Ihnen heute diskutieren, dass die Grippeimpfung vor dem Versterben wirklich schützt. Das wird immer wieder von dem einen oder anderen angezweifelt. Aber wir haben nun ganz neue Daten von einem dänischen Register. In Dänemark, wie auch in Schweden, da gibt es nämlich große Register. Und da werden die Personen mit unterschiedlichen Erkrankungen erfasst. Sie wird erfasst, welche Medikamente sie nehmen. Und dadurch kann man halt dort auch sehr gute epidemiologische Forschung betreiben. Man hat also nun in diesem Land die Personen mit Diabetes analysiert. Und die haben nicht nur bei Covid-19, sondern auch bei der klassischen Grippe eine sehr hohe Gefährdung, dass sie einen tödlichen Verlauf erleiden. Wenn man sich nun Personen mit Diabetes anschaut, die nicht geimpft wurden, im Vergleich zu denen, die eine regelmäßige Grippeimpfung bekommen, so hatten die mit der regelmäßigen Grippeimpfung weniger tödliche Herzinfarkte und Schlaganfälle. Man erklärt sich das ganz einfach. Sie kennen die Diskussion bei Covid, da wird auch das Immunsystem aktiviert und bei Covid scheinen Thrombosen eine recht wichtige Rolle zu spielen. Und bei der klassischen Grippe wird das Immunsystem aktiviert und die Gefäßablagerungen, die sogenannten Plaques, die sind gefüllt mit Fett in den Hals, in den Gehirnarterien und auch in den Arterien des Herzens, die können dann aufreißen durch das Immunsystem. Das ist ungefähr wie so ein Pickel, der aufreißt. Nur der fließt ab und in den Gefäßen führt es zu einem akuten Verschluss. Und dadurch entsteht natürlich auch der Herzinfarkt oder der Schlaganfall, weil dann das Gefäß plötzlich verschlossen ist. Anders ausgedrückt kann man eigentlich sagen, dass die Impfung, die Grippeimpfung, eigentlich eine Impfung gegen tödlichen Herzinfarkt und tödlichen Schlaganfall ist. Dieser Ratschlag heute war nicht ohne Rezept, denn die Grippeimpfung gibt es nur auf Rezept. Aber ich wünsche Ihnen für alles andere eine rezeptfreie Zeit. Ihr Stefan Martin.